Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ich bin der Sashi und das ist der Marc. Marc Hagenbeck. Hallo. Und wir sind heute am 29. Januar hier zusammengekommen, um über das Geburtstagskind heute zu sprechen. Ja. Und das Geburtstagskind wäre? Am 29. Januar 1966 ist Romário geboren worden. Der Fußballspieler? Ja. Ein ehemaliger brasilianischer Fußballspieler. Romário, ganz genau. Bekannt. Der in der Nationalmannschaft von 1987 bis 2005 und FIFA-Weltfußballer des Jahres war. 1994. Ja, Romário war ein Knaller. 94 auch Weltmeister geworden, würde ich sagen. Ja, steht hier so. Siehst du, gegen Italien im Elfmeterschießen. Genau. Hat er sie weggehauen. Da habe ich damals noch in der Pizzeria Fußball geguckt. Italiener natürlich Italien-Fans gewesen. Und ich war natürlich nicht für Italien, weil ich per se nicht für Italien bin beim Fußball. Deswegen bin ich mal für die anderen. Das hast du auch jedem gesagt, denn der da war wahrscheinlich. Was denkst du denn? Ich war anti. Zerschlagene Fresse. Am 29. Januar 1964 wurde in der im Berginselstadion in Innsbruck die 9. Olympischen Winterspiele wurden dort eröffnet von dem Bundespräsidenten Adolf Scherf. Ja, der Herr Scherf. Der Herr Scherf, genau. Der österreichische Rennrodler und Weltmeister Paul Aste sprach damals den Olympischen Eid. So, jetzt wissen wir aber einiges, ne? Mhm. Ja. Was haben wir noch heute zu bieten? Ja, wir haben heute noch ein Fakt des Tages. Das klingt wirklich wie Fakt, wenn ich das sage. Ja, etwa 49% der deutschen Autofahrer reden mit ihrem Auto. Könnt ihr euch sowas vorstellen? Also die sagen dann halt so, Mensch, komm, gib mal Gas oder was? Oder spreng mal an oder was? Jetzt mal ganz ehrlich, ne? Also ich habe ja mir vor kurzem ein neues Auto geholt. Und wir sagen nicht, du redest mit dem Auto. Wir waren dann unterwegs und meine Frau sitzt neben mir und wir sind dann wieder zu Hause angekommen. Also wir sind in Ferien gefahren. Und dann habe ich wirklich aufs Armaturenbrett geklopft und habe gesagt, hast du gut gemacht, wirklich. Und im selben Moment dachte ich, wie doof ich bin, aber ich hab wirklich mit meinem, ich bin einer von 49. Du bist so Gedankenleser. Ja. Was denkst du, was ich jetzt denke? Das möchte ich hier nicht wiedergeben. Aber es ist nicht sehr nett, dass du das von mir denkst. Ich dachte, wir wären Kameraden. Na, ja, gut. Käse, also hier wirklich. Also im Auto zu quatschen ist voll. Es gibt ja ganz viele, die geben ihrem Auto Namen. Ja. Das mache ich. Solange ich keine sexuelle Beziehung aufbaue, ist doch alles in Ordnung. Sexuelle Beziehung, mein Auspuff wird doof. Ja, ja. Ja, gerade kurz nach der Fahrt, heiße Angelegenheit. Heiße Sache. Ja, mein Auto heißt Whitey Weismann. Whitey Weismann? Whitey Weismann. Whitey Weismann. Whitey Weismann, in Anlehnung an Nackte Kanone. Ja. Kennt man ja. Wurscht. Auf jeden Fall, das war heute Shoki Banoki Daily, deine Tagesdosis Angeberwissen. Wir sehen uns morgen wieder. Bis denn. Cheerio, Miss Sophie. Ihr Lieben. Tschüss.